Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 476 und vielleicht ist das auch die letzte Folge, unser Finale. Das Finale der 100 Baby Challenge. Stellt euch vor, und da stört uns eine und entschuldigt sich, dass sie stört. Ja, lass mal stecken. Ja, es hängt jetzt alles davon ab, ob die beiden Kids hier in der Schule eine 1 kriegen. Es sieht so mittelgut aus. Immerhin ist schon 2:30. Sie müssen das also in den nächsten 1,5 Stunden schaffen. Aber ich bin zuversichtlich. Sonst dauert es halt noch einen Tag länger. Okay, Jenny hat schon ein bisschen gekocht. Also ich habe die Nacht übersprungen und dann habe ich sie morgens in die Schule geschickt. Ist ja sowieso immer das Gleiche. Und Jenny habe ich hier schon ein bisschen leckere Sachen kochen lassen, weil wir wollen ja eine Party machen. Und vielleicht hänge ich auch ein paar Dekosachen auf oder ich stelle Dekosachen hin. Oh, und Jenny hat ein Meisterwerk gemacht. Das kann sie gleich mal verkaufen. So, und das kann sie dann weitermalen. Oh, und Layla will uns auch zu irgendwas ermutigen. Nee, um solche Sachen kümmern wir uns, wenn wir damit fertig sind. Ja, und sie ist sehr traurig und auch Sarah und Jessica sind sehr traurig. Also die beiden Ältesten von den Mädels. Ich nehme an, es ist ihr Vater, der gestorben ist. Denn es ist jemand gestorben und die kennen ja gar nicht so viele. Hier, Krishna Basu, der war ein Paparazzi. Das war irgendwie der vorvorletzte Mann, den sich Jenny da gekapert hat. Und ja, der ist gestorben, darum sind sie traurig. So ist der Lauf der Dinge. Ich meine, vielleicht können wir sie ein bisschen aufmuntern. Wo steckst du denn? Da. Ja, sie hocken alle am Computer oder so. Ihr könntet das doch mal aufhören und euch gegenseitig trösten. Wie wär's denn? Ja, das müsste doch funktionieren. Über Probleme beschweren und du kannst um Rat bitten. Und vielleicht funktioniert es ja genauso, wie wenn man ein Tier weggegeben hat oder so. Nochmal um Rat bitten. Und du kannst... Oh, das klingt gut. Jetzt. Ach, gute Noten. Einzerschülerin. Sehr gut. Einzerschülerin. Wunderbar. Jenny, wir veranstalten eine Party. Ja, erstmal verkaufst du mal das Bild, dann ist das aus dem Weg. Und jetzt telefonieren wir. Und, oh, ich habe gar nicht dekoriert. Stopp. Kurz dekorieren. Nur so ein paar Ballons. Weil wir haben ja gar nicht viel Wandfläche, um da groß Deko hinzuhängen. Deko. Ich hoffe, ich finde die Feiertagsdeko. Hier, Blümchen. Nein, ich will ein paar Ballons. Aber die sind vielleicht bei den Kindersachen. Ja, hier sind so verschiedene Dekosachen, die aber hier nicht zu passen. Ich denke mal, so ein paar stehende Ballons wäre einfach passend zum Geburtstag. So. Vielleicht hätte ich besser bei Kindersachen gucken sollen. Kinder... Das ist Kinderdeko, ja. Das müsste eigentlich das Richtige sein. Nur ich könnte hier nochmal... Nein. Solche Schmetterlinge aufhängen. Passen hier nicht hin. Da oben. Nee, das passt doch nicht. Aber da. Die hatten wir in den früheren Wohnungen öfters. Alles vollgebaut. Baby.moveObjects. So, da müsste das Ding passen. Jawohl.
Da sind die Ballons. Wenn ich die da hinstelle, ich könnte die hier hinstellen, da dürften sie eigentlich nicht stören. So, nehme ich die jetzt in einer anderen Farbe? Nehme ich die so. So. Gut. Das muss reichen. Und jetzt, Jenny, wir feiern. Gesellschaftliches Ereignis planen. Den Geburtstag von den beiden Mädels machen wir denn im Rahmen der Geburtstagsfeier. So. Ich mach's jetzt mal nicht als Prestigeveranstaltung. Manchmal wird es dann trotzdem eine Prestigeveranstaltung. Das sehen wir einfach mal. Ein Geburtstagssim. Zwei Geburtstagssims haben wir. Emily und Hannah. Und Gäste. Und jetzt wird es spannend, ob wir die ganzen wichtigen finden. Also, konzentrieren. Nee, ich kann sie hier einfach hier so durchgehen. Das sind bisher jetzt vorwiegend die Männer. Naja, oder sagen wir die Väter, denn Claire ist auch ein Vater und die ist nun kein Mann. So, wo sind denn die eigenen Kinder? Ich glaube, der Lukas Munch ist der Vater von den Letzten. Der müsste eingeladen werden, finde ich. Er ist zwar jetzt kein wichtiges Kind, aber als Vater von den Letzten. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier die Malea und die Penny, die hatten ein eigenes Let's Play. Also die suche ich jetzt in erster Linie mal. Die eigene Let's Plays gekriegt haben, weil sie was Besonderes vollbracht haben. Die Daphna zum Beispiel, die war im Dschungelabenteuer. Und die hatte ich dann jeweils umgestylt. Hier sind sie jetzt noch so, wie sie aus dem Haus gegangen sind. Weil ich die immer in neuen Speicherwelten gespielt habe. Die Josie ist berühmt geworden. So, wen haben wir denn da noch? Rudolf ist ein Kind vom Weihnachtsmann. Und Max ist jetzt auch Senior. Ah ja, sogar Tyler ist schon Senior. Aber meines Wissens leben noch alle von den... Ja, Jens lebt noch. Jens ist der Älteste. Wenn wir noch Platz haben, laden wir den Jens noch ein? Ja, ich lade den auch noch ein. Aber sonst nicht. Die Ältesten, die hatten wir ja kürzlich schon eingeladen. So. Der Luis, der sieht jetzt auch anders aus. Aber so ist er auch schick, finde ich. Und da die Diana, ja, dann haben wir eigentlich schon die wichtigsten, das ist ja ganz gut. Dann können wir jetzt auch noch den Harvey einladen. Der war ja ganz wichtig, dass die Jenny das Elternbestreben geschafft hat. So, dann können wir auch noch die Alina einladen, das ist Kind Nummer 2, das erste Mädchen. Und ich denke mal, das reicht dann auch. Gut, wunderbar. Und wir feiern natürlich zu Hause nach die Wagner-Residenz. Jawohl. So. Oh, was hast denn du dir angezogen? Wo steckst du? Hast du dich versteckt mit der komischen Klamotte? Ja. Naja, wenn dir das gefällt... Komm mal hoch.
Ja, wir haben tatsächlich keine Prestigeveranstaltung, was mir ganz lieb ist. Da muss man nicht so viele Aufgaben erfüllen, sondern kann sich einfach aufs Feiern konzentrieren. Gut. Hanna, du darfst dann als Erste hier die Kerzen auspusten. So. Das ist Kind 99 und da ist auch Jens schon angekommen, der Senior. Warte auf eine Antwort. Ja, du bist jetzt erwachsen. Jetzt würfeln wir mal wieder. Nee, wahnsinnig ist sie nicht, aber ehrgeizig ist in Ordnung. So. Und jetzt wird es spannend. Emily, komm mal her. Der letzte Geburtstag von dieser 100-Baby-Challenge. Danach wird dann Kuchen gegessen und sowas und Hühnchen und was weiß der Geier, Hummer, Pipapo, alles, was das Herz begehrt. Ja. Stopp. Jawohl. Jetzt muss ich mich drehen. Da ist auch schon Diana gekommen. Wer ist denn das? Das werden wir gleich sehen. Jetzt kommt erstmal der feierliche Moment, denn wenn sie ausgeblasen hat, ist die 100-Baby-Challenge geschafft. So. Jawohl, jawohl, du schaffst es. Ja. Okay. Sie ist faul. Nein, sie ist nicht faul. Romantisch ist sie. Jawohl, und jetzt kannst du hier zum Essen rufen. Der Kuchen kann gegessen werden. Jawohl. So, wer ist denn das? Ach, das ist ihr Vater. Ja, natürlich, das ist Lukas Munch. Der einzige Nicht-Wagner in dieser ganzen Party. Jo. Ja, jetzt gucken wir mal, wen wir da so alles haben. Also, das ist Jens, der den Kuchen nicht mag. Ist der Kuchen nicht gut? Der ist ausgezeichnet, Jens. Der Älteste, Daphna aus dem Dschungelleben. Und ich habe ja öfter, wenn die Kinder irgendwie besonders gut mitgeholfen haben oder bestimmte Aufgaben erfüllt haben, dann haben die danach, wenn ein neues Pack kam, ein eigenes Let's Play gekriegt. Zum Beispiel die Daphne. Und er hat kein eigenes Let's Play gekriegt, aber ein extra Haus und ihm haben wir eine Frau gesucht und dann hat er Kinder gekriegt. Ich werde dich immer lieben. So. Und das ist Lukas Munch, der Vater von den beiden Jüngsten. So, wen haben wir noch? Hier haben wir Josie. Josie ist ja ganz lange noch im Haus geblieben, damit Jenny ihr Kochbestreben schaffen konnte. Und dann ist sie berühmt geworden, als Werde berühmt rauskam. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Wie die Zeit vergeht. Und ja, das viele sind auch die, die hier noch sowieso noch wohnen. Alina, man sieht, sie ist schon älter, das ist die zweite. Die ist mit dem Jens zusammengezogen, hat auch einen Mann gekriegt, auch zwei Kinder gekriegt. Und durch dieses Kinderkriegen hat Jenny Enkel gekriegt und konnte das große Familienbestreben schaffen. Und hier haben wir Diana. Die war ein Einzelkind, eine der wenigen, die kein Zwilling war. Und die ist Tierärztin geworden. Als das Hunde- und Katzenpack rauskam, hatte die ein langes Let's Play. Die hatte das allerlängste von allen. Die Diana hatte auch einen Partner gehabt und so. Ja, ich glaube, das waren jetzt auch schon die wichtigsten. Die verteilen sich hier alle in dem riesigen Haus.
Ich meine, gut, dann gibt's wenigstens kein großes Gedränge. So, man hat aber auch kein super Gruppenbild. Ah, und das ist Harvey. Man sieht's ihm nicht an, aber der hat die absoluten Top-Manieren und sehr verantwortungsbewusst und noch irgendwas sehr gut. Der hat diese ganzen positiven Charaktereigenschaften, damit Jenny das Elternbestreben gut schaffen konnte. Und der hat darum auch zur Belohnung eine Frau gekriegt und ein Haus und hat Kinder gekriegt, Drillinge. Und hier haben wir Luis, der sieht hier ganz brav aus. Der hat sich wohl so ein bisschen auf brav getrimmt, ist von der Insel extra heimgekommen. Ob er denen erzählt, dass er zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen kriegt? Das erzählt er der Jenny bestimmt. So. Jenny, du könntest... Obwohl, die haben eigentlich gut gegessen. Steht hier ja auch alles rum. Die müssen ja sich nicht die Bäuche übermäßig vollstopfen. Hier, du stehst hier gerade, du könntest ein bisschen aufräumen. Sie reden auch alle schon vom guten Essen. Der Kuchen ist ratzfatz aufgegessen worden. Und Jens, halt es bitte noch durch. Nicht, dass Jens oder die Alina in der letzten Folge sterben, weil sie so alt geworden sind. Das wäre ja schrecklich. Ich finde das ja ganz toll, dass die bis zum Schluss durchgehalten haben. Auf die Weise sind nämlich alle 100 Babys, Kinder noch lebendig. Hier, das solltest du nicht da so hinstellen, sondern ordentlich aufräumen. Ordentlich aufräumen. Ihr habt mehrere Spülmaschinen. Es dürfte also keine große Mühe sein. Einfach reinwerfen, zack, das Ding läuft von selber. Und jetzt darfst du auch ins Bett gehen, wenn du willst. Die kennt die ganzen Geschwister gar nicht. Dann fühlt man sich natürlich so ein bisschen fremd. Ja, und hier Kind 100 braucht Spaß. Tu doch irgendwas für deinen Spaß. Jo. Ja, es ist jetzt kein so ein ganz rauschendes Fest. Ist halt wie so ein Familienfest, so normalerweise ist. Man kann da natürlich irgendwelche Action machen. Dann geht's auch festlich zu, aber wir haben hier ja nicht mal eine Tanzfläche in dem Schloss. Oder man trifft sich und isst zusammen und wird fleißig umarmt und geplaudert. Jo, Geschichten von früher ausgetauscht. Wenn alle satt sind, gehen sie dann auch nach Hause. Ja. Na, die Party ist jetzt gleich zu Ende. Na, 25 Minuten noch. Die große Abschlussparty. Und die Mädels gehen ins Bett. Jenny, du könntest dich eigentlich hier nochmal verabschieden. Verabschiede dich doch mal von deinen... Mach hier mal ein von Herzen kommendes Kompliment und... Kann man hier auch umarmen oder so? Bestimmt kann man das. Liebevoll umarmen. Da. Ja. Ja, mein Großer, wie alt du geworden bist. Hast du ein gutes Leben gehabt? Ja, der Welk. Kiss neu. Und Fabi für neu.
Die anderen hauen alle ganz schnell ab. Ah, hier, die, das waren Penny. Ah, genau. Penny und Malea, die waren in Strangerville. Die hatte ich vorhin gar nicht entdeckt. Und sie steht hier rum, die steht öfters mal einfach so rum. Und weiß nicht recht, was sie tun soll. Guck mal, hier ist so viel zu essen. Wenn du hungrig bist, empfehle ich dir das Festessen. Ja, du darfst essen. Die ist irgendwie ein bisschen verbuggt. So. Und ich bereite jetzt mal Jennys Auszug vor. Und zwar, wir haben 5,9 Millionen. 5, das tippe ich jetzt baff ab. Oh, jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Macht nichts. Auf die paar Euros kommt es, Simoleons kommt es dann auch nicht mehr an. Ich mache jetzt 2 Millionen 900.000. So, 1, 2, 3. Das heißt, ich habe jetzt etwas über 3 Millionen abgezogen. Die kriegt die Jenny dann wieder, wenn sie in der Hexenwelt einzieht. Weil man kann... Hier, jetzt wird jemand entbuggt. Hast du immer noch nicht gegessen? Ja, was ist denn los mit dir? Magst du lieber Hummer essen? Na, die ganze Party-Action war ihr offenbar zu viel. Aber jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt bleibt noch ein bisschen... Die Mädels, die behalten also 2,9 Millionen Simoleons hier, um das Haus zu unterhalten. Und auch die Geldbäume. Und falls irgendwie die anderen erwachsen gewordenen Kinder mal Geld brauchen, haben die hier jetzt genug auf Tasche, um da jederzeit finanziell unterstützend tätig zu sein. Und Jenny kriegt eben 3 Millionen mit, damit sie auch finanziell gut ausgestattet ist. So, Jenny, du darfst jetzt umziehen und vorher ziehen wir dich um. Nein, ich will jetzt nicht... Hör mal hier auf, ich will mit dir nochmal in Kass gehen. Geh mal hierher. Ist da dreckig? Ach, erzähl doch nix. So, wir gehen jetzt in den Kass, bereiten sie schon mal ein bisschen auf ihr Hexenleben vor. So... Jawohl, du kriegst jetzt als normale Klamotte... Hat sie 5. Gut, dann ändern wir ihre erste Klamotte. Bei den Kostümen ist es vielleicht... Ja, hier. Ein schickes Hexenoutfit. Und bist du schon wieder etwas dicker geworden? Nö, geht eigentlich. Ja, also wenn man bedenkt, dass du 100 Kinder gekriegt hast, siehst du recht proper aus. So. Und dann kriegst du einen Hut auf. Einfach um dich schon mal einzustimmen auf dein kommendes Hexenabenteuer. Wo ist er denn, der Hexenhut? Da war doch einer. Den habe ich schon vielen Sims aufgesetzt. Hier, den habe ich noch gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber den gab's im Trailer, genau, für so altmodische Schauspielszenen. Aber den will ich jetzt natürlich nicht haben. Das ist aber nicht der Hut. Das ist ein Hut für eine Vogelscheuche. Da ist er. Gut, wir nehmen ihn in Schwarz. Jawohl. So, jetzt bist du schon mal ein bisschen eingestimmt auf dein kommendes Hexenleben. Ja, was passiert jetzt mit Jenny? Viele von euch wissen das schon. Die Jenny macht jetzt eine Super-Sim-Challenge. Sie zieht aus, lässt die 6 jungen Damen einfach zurück. Die sind jetzt erwachsen, die brauchen jetzt keine mütterliche Führung mehr. Und Jenny denkt sich, 100 Babys sind genug. Jetzt erleben wir die Welt.
Und im Rahmen dieser Super-Sim-Challenge versucht sie, möglichst viele Bestreben zu schaffen, Fähigkeiten zu lernen, das Sims-Leben einfach voll auszukosten. Ich habe erstmal nicht vor, sie heiraten zu lassen. Vielleicht nie, denn sonst hat sie einen Ehemann an der Backe, den sie dann immer mit rumschleifen muss. Und meine Erfahrung ist, es wird dann langweiliger. Darum lasse ich sie solo. Sie kann sich vielleicht mal verlieben und mal vorübergehend einen Partner haben, der vielleicht auch mal einzieht, der aber auch wieder auszieht und so. Und wenn wir das Seelenpartner-Ding machen, dann eher ganz am Schluss. Oh. Weil, ja, ich möchte dann einen Seelenpartner auch nicht rausschmeißen. Aber wenn sie einen vorübergehenden Freund hat, den können wir auch wieder ausziehen lassen. Ansonsten wird sie das Sims-Leben voll auskosten. Und ich hatte eigentlich geplant, sie als erstes auf die Insel zu schicken, weil Inselleben ja neu war. Aber jetzt kommt ja in wenigen Tagen das Reich der Magie und darum wird Jenny als erstes eine Hexe. Und wenn sie damit fertig ist, dann geht sie vielleicht dann auf die Insel. Das sehen wir dann. Es hängt davon ab, wozu ich Lust habe, wozu Jenny Lust hat und natürlich auch, wozu ihr Lust habt. Ihr könnt mir also immer sagen, ja, ich möchte gern, dass Jenny mal Ärztin wird zum Beispiel oder sowas. Aber neue Themen, neue Packs haben Vorrang gegenüber alten Themen. Jo, soweit zu Jenny. Sie wird 3 Millionen mitnehmen, damit sie nicht arbeiten muss für ihr Geld, sondern dass sie einfach das Sims-Leben auskosten kann. Gut, soweit zu Jenny. Und was ist mit der 100-Baby-Challenge? Die hat mir ja viel Spaß gemacht und euch hat sie auch viel Spaß gemacht. Und darum möchte ich weiter 100-Baby-Challenge spielen. Und das wissen auch viele von euch schon. Ich mache eine neue 100-Baby-Challenge mit einer neuen 100-Baby-Mutter. Und die hat eine Besonderheit, diese neue 100-Baby-Challenge, denn die spielt in verschiedenen Zeitaltern. Die fängt in der Steinzeit an. Und nach 10 Babys geht's dann ins Altertum, dann geht's ins Mittelalter und so weiter. 10 verschiedene Zeitalter. Und ja, das sind dann immer andere Bedingungen. Also in der Steinzeit kann man natürlich keinen Computer haben. Da gibt's nicht mal ein richtiges Klo. Und das macht das Leben dann schwieriger, auch für eine 100-Baby-Mutter und ihre Familie. Und ich hatte Lust, sowas mit Historie, mit Geschichte zu spielen. Und ich hatte aber auch Lust, noch eine 100-Baby-Challenge zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann verbinde ich doch das Angenehme mit dem Nützlichen. Und diese nächste 100-Baby-Challenge, die fängt aber frühestens irgendwann im Oktober an. Denn jetzt kommt ja erstmal das Reich der Magie raus. Da möchte ich mich jetzt drauf stürzen und drauf konzentrieren. Und ich denke mal, auch für euch ist es interessanter, wenn das neue Pack dann schon eingespielt ist und nicht mehr so spannend. Dann wird's Zeit für neue Abenteuer und dann mache ich die 100-Baby-Challenge. Vermutlich irgendwann im Oktober, wenn das mit der Magie so spannend ist, dass wir da uns länger drauf konzentrieren müssen, vielleicht auch erst im November mit der neuen 100-Baby-Challenge. Da will ich mich jetzt gerade gar nicht drauf festlegen. Die kommt aber verzögert. So. Und jetzt zieht Jenny aus. Sag nochmal Tschüss. Mal gucken, ob sie das machen kann. Ja, umarm dich mal. Umarm sie mal. So symbolisch für alle Kinder. Abschiedsumarmung. Jawohl. Und jetzt zieh dir dein Hexenoutfit an. So. Jawohl. Und wenn das neue Pack dann draußen ist,
dann lassen wir sie dort einfach mal in irgendein Haus einziehen und schauen, was es da für Abenteuer zu erleben gibt. Ja, jetzt zieht's aus, genau. Wir gehen alles in Welten verwalten. So. Und dann, wenn sie fertig ausgezogen ist, kriegt sie auch ihre 3 Millionen wieder. Die haben wir ja zwischengeparkt für sie, weil das so umziehtechnisch nicht anders geht. So, der Wagner-Haushalt. Das ist schon merkwürdig, die Jenny ausziehen zu lassen. Die kriegt jetzt einen neuen Haushalt. Jenny, wo steckst du? Hier. Da ist sie, ganz alleine. Tschüss, Mädels, macht's gut. Jawohl. Tschüss, Jenny. Bis später. Okay, das war's. Die ganze 100-Baby-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange dabei wart und mir da auch immer wieder Schwung gegeben habt, die mit Freude fertig zu spielen, die 100-Baby-Challenge. Und darum habe ich jetzt auch so viel Lust, noch eine 100-Baby-Challenge zu machen und mit Jenny noch unendlich weiter zu spielen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.